Im zweiten Video zu geometrischen Folgen schauen wir uns jetzt als erstes den Zusammenhang an zwischen geometrischen Folgen und Exponentialfunktionen. Dazu habe ich hier mal eine geometrische Folge gegeben, einfach ein Beispiel, und habe mir die ersten fünf Folgenglieder ausgerechnet. Ein Tipp zu geometrischen Folgen: Man muss nicht immer einsetzen, um es auszurechnen, sondern man muss sich ja nur das Bildungsgesetz anschauen. Das erste Element ist offensichtlich 1. Und dann ist das Q2, damit verdoppelt sich's immer. Das heißt, ich habe 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Ich muss jetzt nicht immer hin ausrechnen, A3 ist gleich 1 mal 2 hoch 3 minus 1 und so weiter, sondern mit ein bisschen Schauen geht es meistens um einiges schneller. Ich zeichne jetzt einmal die Folgenglieder ein. Also ich habe das erste Folgenglied ist, also nochmal zur Darstellung, ich kann es auf einer Zahlengeraden darstellen oder eben in einem Koordinatensystem. Mache ich es im Koordinatensystem, dann ist meine x-Achse das n und die y-Achse ist dann das an, also die Werte der Folgenglieder. Bei n ist gleich 1 habe ich das Folgenglied mit dem Wert 1, bei n ist gleich 2 habe ich das Folgenglied mit dem Wert 2, bei n ist gleich 3 habe ich den Folgenglied Wert 4, beim n ist gleich 4 habe ich 8 und bei n ist gleich 5 habe ich dann bereits 16. Und wie ich da sehe, würde ich es verbinden. Was ich aber nicht darf, ja, aber würde ich es verbinden, dann entsteht mir hier ganz offensichtlich der Graph einer Exponentialfunktion. So, woran liegt das? Naja, weil sich es immer verdoppelt. Das heißt, es wird eine Zahl immer, also eine konstant mit einem Faktor multipliziert. Wenn wir uns kurz erinnern an die Exponentialfunktion, f von x ist gleich c mal a hoch x, da habe ich ja im Prinzip ein ganz ähnliches Schema wie bei an ist c mal q hoch n minus 1. Der einzige Unterschied ist der, wir beginnen bei 1 zu zählen. Und deswegen haben wir hier auch q hoch n minus 1 stehen statt q hoch n. Und n ist natürlich ein Element aus n Stern. Und deswegen darf ich es eben nicht verbinden, sondern es ist eben nur für die jeweiligen ganzzahligen n's definiert. Gut, das ist natürlich auch wichtig jetzt für die Textaufgaben. Wenn ich merke, dass etwas immer gleichmäßig zunimmt, dann habe ich eine lineare Funktion bzw. als Folge, eine arithmetische Folge. Wenn es immer der gleiche Faktor ist, das wäre auch zum Beispiel prozentuelles Wachstum, es nimmt immer um 20% zu, dann habe ich ja den Faktor 1,2, dann ist es eine Exponentialfunktion, beziehungsweise wenn ich mir immer nur Ganzzahl, also natürliche Zahlen nur einsetzen darf, dann halte ich hier keinen Funktionsgraphen, dann ist es eine geometrische Folge. Wir schauen uns dann eh noch ein Textbeispiel an dazu. Als nächstes schauen wir uns noch die Eigenschaften von geometrischen Folgen an, weil die immer ein bisschen spannender sind als bei den arithmetischen Folgen. Und das machen wir jetzt einfach mit Beispielen und dann überlegen wir uns, welche Eigenschaften dazu treffen. Machen wir mal die Folge, die wir gerade vorher gehabt haben, an ist gleich 1 mal 2 hoch n minus 1. Wenn ich da die Folgenglieder ausrechne, das erste Element ist 1 und dann verdoppelt sich es immer. Also habe ich die Folgenglieder. Ich habe da zusätzlich noch das zehnte Folgenglied ausgerechnet, da habe ich bereits den Wert 512. Was sehe ich hier als erstes mal? Erstens einmal, die Folge hier ist nicht beschränkt. Die Folge wird keinen Grenzwert haben, weil die geht gegen unendlich, das wächst immer stärker, also sie ist divergent und sie ist streng monoton steigend, wie ich das sehe. Wovon hängt das ab? Die Frage beantworte ich jetzt noch nicht, wovon es abhängt. Vielleicht kommen wir dann noch drauf, wenn wir uns die nächsten Beispiele anschauen. Die nächste Folge ist, ich habe es jetzt Bn genannt, ist 20 mal 0,5 hoch n minus 1. Da habe ich jetzt die Folgenglieder ausgerechnet. Das erste Folgenglied ist ganz offensichtlich 20 und dann halbiert sich es immer. Und das zehnte Folgenglied wäre dann schon nur mal ungefähr 0,02 und so weiter. Dann schauen wir uns das nächste Folgenglied an. Cn, da habe ich 1 mal minus 2 hoch n minus 1. Im Gegensatz zu Exponentialfunktionen darf hier der Faktor auch ein negativer Faktor sein. Da muss ich jetzt beim Rechnen ein bisschen aufpassen. Das erste Folgenglied ist 1 mal minus 2 hoch 1 minus 1, also hoch 0 in dem Fall. Und hoch 0 ist immer 1, daher kommt 1 raus. Das zweite Folgenglied ist 1 mal minus 2 hoch 1, daher ist es minus 2. Das dritte Folgenglied ist 1 mal minus 2 hoch 2, daher ist es wieder positiv, ist 4, weil ich eine gerade Hochzahl habe.
Und wie ich schon sehe, hier habe ich 2 und hier habe ich minus 2 als Q. Das sind eigentlich die gleichen Zahlen, nur was passiert? Alternierend ändert sich das Vorzeichen. Da habe ich wieder minus 8 und beim 10er hätte ich auch ein Minus, weil dann erkenne ich es. Naja, bei Ungeraden, weil ich ja 1 davon abziehe, wird es dann wieder eine gerade Zahl. Also habe ich einen ungeraden Index, kriege ich dann im Endeffekt was Positives raus. Habe ich einen geraden Index, dann wird es hier durch Subtrahieren von 1 zu einer ungeraden, zu einem ungeraden Exponenten und dadurch erhalte ich einen negativen Wert. So, und schauen wir uns dn noch an, da habe ich 20 mal minus 0,5 hoch n minus 1. Wie ihr seht, auch hier habe ich einfach das Vorzeichen gewechselt. Auch hier wird genau das gleiche passieren. Es werden die gleichen Werte sein, aber eben alternierend. Da habe ich jetzt sogar noch b11 ausgerechnet. Da sehen wir, es ist wieder positiv, weil das ist ungerade. Damit ist der Exponent gerade und es geht sogar noch weiter gegen 0. Schauen wir uns jetzt ein bisschen noch die Eigenschaften an. Die Folge bn hier ist ganz offensichtlich streng monoton steigend, die Werte nehmen, streng monoton fallen, Entschuldigung, die Werte nehmen ab. Und ganz offensichtlich, auch hier könnte ich ja b11 hinschreiben, das ist Nummer 0,0195, das Ganze konvergiert gegen 0. Damit ist die Folge nicht nur konvergent, sondern auch beschränkt. b1 ist der höchste Wert, damit die obere Schranke und der Limes der Folge bn, wenn n gegen unendlich geht, ist gleich 0. Das wäre die untere Grenze, damit ist die Folge auch beschränkt. Die Folge cn, wo ich hier einen Wert habe, minus 2, die ist einmal erstens nicht monoton, weil ich habe 1, minus 2 wird weniger, bei 4 wird wieder mehr, bei minus 8 wird wieder weniger, dann hätte ich plus 16, da wird wieder mehr. Das heißt, dass diese Folge ist nicht monoton. Und die Folge ist auch nicht konvergent, weil das springt jetzt immer hin und her zwischen minus unendlich und quasi plus unendlich zum Schluss. Ja, weil die Werte einfach immer größer werden, beziehungsweise immer kleiner werden. Das heißt, die Folge ist auch nicht divergent und auch nicht konvergent. Die Folge dn ist auch nicht monoton, weil es auch immer hin und her springt. 20 minus 10, 5 minus 2,5, plus 1,25, das heißt, die ist immer steigend, fallend, damit habe ich keine Monotonie, aber das Ganze konvergiert auf jeden Fall gegen 0, weil es wird immer, es wandert gegen 0, sowohl von der negativen als auch von der positiven Seite, das heißt, der Limes, da müsste ich übrigens D bitte schreiben, übrigens überall, Fehler drin. Also der Limes von dn von n gegen unendlich ist wieder 0. Falls ihr euch erinnern könnt, bei Zahlenfolgen, ganz am Anfang, wie wir uns den Grenzwert angeschaut haben, da hatten wir den Satz, dass eine Folge konvergent ist, wenn sie beschränkt ist, richtig, ja? Und das funktioniert, und da muss ich sagen, die Folge hier ist ja auch beschränkt, die Folge dn ist ja auch beschränkt, da ist 20 und die obere Grenze, 0 ist nicht die untere Grenze, minus 10 ist die untere Grenze, ist nämlich der kleinste Wert, würde ich mir das auf einer Zahlengeraden darstellen, hätte ich 0, da ist 20, da ist minus 10, das erste Folgenglied ist hier, das zweite Folgenglied ist da, das dritte ist hier, das vierte ist hier, das fünfte ist hier, das sechste ist hier, das siebte ist hier und so wandert das auf beiden Seiten gegen den Nuller. Der minus 10er ist die untere Grenze, der 20er ist die obere Grenze. Monoton ist die Folge aber nicht. Ja? Also Monotonie ist da jetzt keine Voraussetzung, aber die Folge ist beschränkt oben und unten und konvergiert damit ganz offensichtlich gegen irgendeine Zahl, in dem Fall ist es der Nuller. So, schauen wir uns dann noch an, was ist eigentlich, wenn Q 1 ist? Naja, wenn Q plus 1 ist, dann wird da immer mit 1 multipliziert, damit ist es immer 5, damit ist die Folge konstant. Wenn sie konstant ist, ist sie zwar nicht streng monoton steigend oder fallend, aber sie ist beschränkt, weil sie hat eine obere und eine untere Grenze, die ist 5, und sie konvergiert auch, und zwar konvergiert sie gegen 5. Es spielt sich alles genau beim 5er ab, das heißt, ich habe unendlich viele Folgenglieder beim 5er. Daher bitte, ein Grenzwert kann auch erreicht werden. In dem Fall wäre es genau 5. Das gilt aber nur bei konstanten Folgen. Was ist bei minus 1? Naja, da
Da ist es jetzt wieder alternierend zwischen 5 und minus 5. Die Folge ist nicht monoton, aber sie ist beschränkt. Obere Grenze ist 5, untere Grenze ist minus 5. Und die Folge ist auch quasi teilkonvergent, könnte man sagen. Und zwar, wenn n ungerade ist, dann konvergiert sie gegen plus 5. Und wenn n ungerade ist, dann konvergiert sie gegen minus 5. So, und das fassen wir jetzt da. Und woran liegt das Ganze jetzt da? Schauen wir uns das nochmal an. Woran liegt das alles jetzt da hier? Wenn das Q, schauen wir uns das hier an, hier ist, eine Zahl ist größer als 1 ist, dann ist die Folge streng monoton steigend. Ist das Q eine Zahl zwischen 0 und 1, dann ist die Folge streng monoton fallend. Ist das Q eine Zahl, die größer ist als 2? Größer ist als 1 oder eine Zahl, die kleiner ist als minus 1, also eine negative ist, kleiner ist als minus 1, dann ist das Ganze divergent, wie ich sehe, und auch nicht beschränkt. Das heißt, es hängt einfach vom Wachstum ab, ob das Ganze jetzt divergiert, konvergiert, ob streng monoton steigend oder streng monoton fallend ist. Das C haben wir übrigens hier immer als positive Zahl angenommen, wie man sieht. Ja, also 5, 5 und auch da auf der vorigen Folge hatten wir C ist gleich 1, C ist gleich 20, C ist gleich 1, C ist gleich 20. Also unser C ist da jetzt immer eine positive Zahl gewesen. Meistens hat man auch Folgen und Exponentialfunktionen sowieso, wo dieses C vorne eine positive Zahl ist. So, damit eben der folgende Satz. Monotonie, wir haben gerade gesehen, es ist streng monoton steigend, wenn das Q größer ist als 1. Es ist streng monoton fallend, wenn das Q zwischen 0 und 1 liegt. Es ist konstant, wenn das Q genau 1 ist. Und es ist nicht monoton, wenn das Q eine negative Zahl ist. Warum? Weil wir gesehen haben, dass dann alterniert es. Es springt immer zwischen positiven und negativen Wert hin und her. Und damit habe ich keine Monotonie. Wann ist es beschränkt? Naja, beschränkt ist es dann, haben wir gesehen, wenn das Q zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Also für Q ist minus 0,5, für Q ist plus 0,5, für Q ist minus 0,4, Q ist plus 0,4 und so weiter. Und nicht beschränkt, wenn ich entweder ein Q habe, das kleiner ist als minus 1, also zum Beispiel minus 2, minus 3 und so weiter. Oder wenn ich ein Q habe, das größer ist als 1, also 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Konvergent ist es dann, genau dann, wenn es gleich ist wie die Beschränktheit, weil das ja äquivalent ist zueinander und damit ist auch das äquivalent zueinander. Gut, abschließend machen wir noch eine Textaufgabe. Der menschliche Körper baut stündlich ca. 20% Koffein im Blut ab. Rogin trinkt um 17 Uhr einen doppelten Espresso und nimmt dabei 120 Milligramm Koffein auf. Es sei A1 die Menge an Koffein, die sich jeweils am Beginn der Entenstunde in Rogins Körper befindet. Stelle das Bildungsgesetz für A1 auf und ermittle zu Beginn, welcher Stunde sich weniger als 10 Milligramm Koffein in Rogins Körper befinden werden. So, woran erkenne ich mal, dass das eine geometrische Folge ist? Naja, da steht, es baut stündlich 20% ab. Damit wäre es ein exponentieller Zerfall in dem Fall. Also eine Exponentialfunktion und damit ist es auch automatisch eine geometrische Folge. Warum ist es eine Folge? Weil ich mir hier in dem Fall immer nur den Wert zur Endstunde anschaue, aber nichts, was dazwischen ist. Mein Anfangswert ist 120 Milligramm, das ist mein C. Also mein A1 ist gleich C, ist 120 Milligramm. Ich habe eine stündliche Abnahme von 20 Milligramm. Das heißt, es sind stündlich noch 80% übrig. Das heißt, mein Q ist 0,8. Ganz gleich wie bei Exponentialfunktionen, denke ich mir bitte. Und damit habe ich auch bereits mein Bildungsgesetz gebildet. Das ist 120 mal 0,8 hoch n minus 1. Und jetzt soll ich noch ausrechnen, wann ist weniger als 10 Milligramm Koffein noch übrig. Also, wann ist A1 kleiner als 10 Milligramm? Da muss ich aufpassen, dass ich die 10 Milligramm umwandle und das habe ich leider da. Ups, na, passt schon. Es wird ja nicht in Gramm gemessen, es wird alles in Milligramm gemessen, also passt das schon. Also, wann ist A1 kleiner als 10? Jetzt kann ich da einsetzen. Ist also 120 mal 0,8 hoch n minus 1 ist kleiner als 10. Ich dividiere durch 120, dann logarithmiere ich, dann dividiere ich den Log 0,8 auf die andere Seite
Und da muss ich jetzt aufpassen, es ändert sich das Ungleichheitszeichen. Warum? Weil der Log von 0,8 eine negative Zahl ist und damit dreht sich das Ungleichheitszeichen um. Dann rechne ich noch plus 1, tippe das alles in den Taschenrechner ein, auch aufpassen ein paar Klammersetzungen und kriege raus, n ist größer als 11,14. Damit ist es zum Beginn der 12. Stunde. Gut, damit hätten wir das Wichtigste zu geometrischen Folgen abgeschlossen. Das ist auch bereits jetzt das ganze Paket für diese Arbeitswoche. Bewältigt bitte noch die Arbeitsaufgaben, die sind eh nicht so lang. Nächste Woche setzen wir mal aus mit den Videos. Da gibt es 5 alte Matura-Aufgaben, so wie wir das bereits in diesen 2 Wochen über Ostern gehabt haben. Und dann geht es im Mai weiter mit der rekursiven Darstellung von Folgen und mit Reihen. Im Mai, habe ich eh bereits angekündigt, wird sich der Umfang wahrscheinlich von den Arbeitspaketen ein bisschen reduzieren, weil ich eben nebenbei die 8. Klasse, die 8D zum Abschließen habe und Matura ansteht und ich noch keine Ahnung habe, wie viel ich dann wirklich in der Schule sein muss, vor allem wenn es dann auch irgendeinen Schichtbetrieb oder so machen. Das heißt, wie intensiv der Mai wird oder ob wir das ein bisschen quasi reduzieren werden, das wird sich dann quasi flexibel ergeben, so wie gerade die Woche ist. Ja, also verlasst euch nicht hundertprozentig drauf, dass es jetzt extrem viel weniger wird, aber es wird sicher ein bisschen weniger sein, als es jetzt im April und im März der Fall war. Aber ich habe so das Gefühl, ihr könnt damit relativ gut leben. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja sowieso schon Mitte Mai wieder. Das werden wir wahrscheinlich aber erst am Ende April, glaube ich, erfahren, hat es geheißen. Bis dorthin wünsche ich euch jetzt eine schöne Arbeitswoche, viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann im Mai oder spätestens Anfang Juni wieder.